Ja, hallo zusammen. Heute werden wir uns mit der Last der Linken mit Europa beschäftigen. Ich hatte auch beim Vorbereiten dieses Abends etwas Last, weil es nicht so einfach ist, diese Last irgendwie zu Papier bzw. in ein Vortragsformat zu bringen, dass man das auch hinterher schön diskutieren kann. Auch letztes Jahr ging es ja hoch her bei dem letzten Teil, wo es um die linken Strategien geht. Da geht es heute jetzt nicht unbedingt dazu, werden wir vielleicht in der Diskussion drauf zurückkommen, sondern eher ein paar Spotlights setzen auf die Frage, warum es oft auch einfach schwer ist, eine Position zu erarbeiten oder zu formulieren in einem politischen Feld, das man Europa nennen kann. Bevor wir aber hier einsteigen, wollte ich kurz nochmal die Gelegenheit nutzen, auch nochmal einen Rückblick zu machen, weil diese Last der Linken mit Europa hat natürlich auch was damit zu tun, mit was wir es zu tun haben, also mit Europa und dem Euro. Und wir haben letztes Jahr damit begonnen, den Sinn des Euro zu diskutieren und haben im Prinzip zwei Punkte festgestellt, nämlich einmal, dass der Euro im Prinzip den Binnenmarkt vollendet hat. Das heißt, es gab nicht nur die Freiheit für Waren und Kapital in Europa hin und her zu fließen, sondern man hatte auch eine gemeinsame Währung, mit der sozusagen die Kapitale in Europa gegeneinander konkurriert haben. Damit einherging eine Vereinheitlichung von Steckdosen und Gurken, die ihr alle vielleicht kennt. Also nur wenn man eine gerade Gurke hat, kann man die auch in eine Kiste stecken und von A nach B fahren. Wenn sie krumm ist, nimmt es viel zu viel Platz weg. Das hat genau mit diesem Binnenmarkt zu tun. Also es hat einen ökonomischen Sinn, sozusagen diese gerade Gurke, und ist nicht nur einfach eine Bürokratiefrage. Und zweitens war der Euro vor allem für Deutschland ein Sprungbrett für den Weltmarkt. Also als größter Binnenmarkt war dann diese Volkswirtschaft auch konkurrenzfähig mit den USA und jetzt eben auch China. Kurzum, also der Euro als selbstbewusste Währung war in der Weltmarktkonkurrenz ein Versuch, anlagesuchendes Kapital anzuziehen. Letztes Jahr hatten wir dann auch gleich den Widerspruch des Euro thematisiert. Da hatten wir auch mehrere Punkte. Ich will nur kurz auf die wichtigsten eingehen. Also auf der einen Seite gibt es Gewinner- und Verliererländer in der Standardkonkurrenz. Also obwohl man eine gemeinsame Währung hat, konnten nicht alle Länder bzw. die Unternehmen gleichermaßen davon profitieren. Von den Lohnabhängigen schon mal ganz abgesehen, die da eigentlich in allen Ländern den Kürzeren gezogen haben. Und dieser Widerspruch hat auch zu etwas geführt, was dann uns in der Krise begleitet hat, nämlich, dass es eine gegenseitige Beschränkung der Politikfähigkeit gab. Es gab die Maastrichter Kriterien, den Stabilitätspakt, also eine Einschränkung der staatlichen Politik vor dem Hintergrund, dass alle Staaten den Euro möglichst gut für sich nutzen wollten, und weil sich die Staaten aber gleichzeitig in dieser Konkurrenz gegenseitig eben nicht über den Weg trauen, hat man Regeln aufgestellt, an die sich alle halten müssen. Also zum Beispiel Defizitkriterien, Staatsverschuldung, Inflationsziele etc. pp. Das heißt, es gab Regeln, die aber nicht von einem Staat gegen alle Staaten durchgesetzt werden konnten, sondern diese Regeln hat man sich sozusagen gemeinsam darauf geeinigt, und gemeinsam musste man dann auch beschließen, ob diese Regeln zur Anwendung kommen oder nicht, was dann eben genau dazu führt, dass die starken Länder wie Frankreich und Deutschland, wenn eine Regel gegriffen hätte, zum Beispiel beim Überzug der Verschuldung, dann wurde ein blauer Brief, eine Mahnung abgewendet. Wenn es ein anderes Land getroffen hat, dann wurde dieser Brief durchaus mal losgeschickt. Also diese Regeln funktionieren dann auch eben nach dem Prinzip des Stärkeren. Dieser Widerspruch ist dann auch eskaliert teilweise in der Euro-Krise, und wir haben uns dann eben angeguckt, welche Krisenmaßnahmen gab es denn da, welche Politikkonzepte wurden da verfolgt, und relativ klar war da auch,
dass es sozusagen darum ging, eben entweder den Euro als Ganzes zu retten, also es ging nicht darum, etwa Griechenland aus der Patsche zu helfen oder zu unterstützen, sondern die Standardkonkurrenz sollte weiter forciert werden und sichergestellt werden sollte zum Beispiel auch das Finanzkapital, was sich eben in den Bankenrettungen zum Beispiel gezeigt hat. Stichwort wäre hier zum Beispiel die Schuldentragfähigkeit, also die Staaten sollten nicht entschuldet werden, um ihnen das Staatsgebaren zu erleichtern, sondern es sollte, die Schulden wurden nur so gekürzt, dass sie eben weiterhin ihre Schulden bedienen können und damit eben das Finanzkapital nicht vernichtet wird. Man hätte sie auch einfach ja pleite lassen können. In dieser ganzen Auseinandersetzung haben sich danach genau die Kräfte auch durchgesetzt, die wesentlich für die Konstruktion des Euro zuständig waren, also vor allem Deutschland und vor allem eben Unternehmensinteressen. Und diese Prinzipien haben sich dann auch verallgemeinert, sozusagen in dem, was wir in der ersten Sitzung dieses Jahr hatten, in der neuen EU. Also in der akuten Krise wurden sozusagen Hilfen teilweise ermöglicht gegen bestimmte Auflagen. Und diese Auflagen haben sich im Prinzip im Rahmen dieser neuen EU, die wir am Anfang der Runde diskutiert haben, auf Dauer gestellt. Auf Dauer gestellt im Rahmen eben der Troika, also der im Dreiklang aus IWF, EU und der EZB, was vielleicht viele gar nicht so richtig wissen. Die EZB hat eigentlich in dieser Troika-Runde nur beratende Funktionen. Die haben sozusagen eigentlich nicht die gleichen Rechte wie IWF und der EU. Und nachdem wir letztes Mal uns die EZB uns angeguckt haben, wird auch relativ deutlich, warum das trotzdem Sinn macht. Die EZB, wie wir letztes Mal gemerkt haben, ist parteiisch, indem sie eigentlich neutral ist. Das heißt, obwohl sie dann nur beratend tätig ist und gar keine direkten Sanktionen oder Ähnliches machen kann, ist sie da trotzdem parteiisch. Und die Politik, die da gefahren wurde, war im Prinzip mal auf den Punkt gebracht, Agenda 2010 für ganz Europa, also das, was in Deutschland eben unter Rot-Grün schon ab 1999 durchgesetzt wurde, wurde verallgemeinert für Europa, das heißt Wettbewerb, sozialer Bau und ein Klassenkampf von oben. Und das sind jetzt die Punkte, die wir in der ersten Sitzung uns angeguckt haben oder resümiert haben. Also es findet eine Radikalisierung des Renditegedankens mittels Aufsicht und Strafen statt. Dann das, was ich vor kurz skizziert habe mit den Regeln, wurde nochmal weiter forciert und auf andere Politikbereiche erweitert. Es findet also eine Entpolitisierung der Politik statt. Entscheidungsräume werden eingeschränkt, also in dem europäischen Semester und in den diversen Pakten wird eingegriffen in die Rentenpolitik, in die Lohnfindung und vieles mehr. Also es geht einfach nicht nur mehr um die Finanzpolitik. Dann wird die Wettbewerbsfähigkeit zu einer globalen Offensive ausgebreitet. Also das ist im Prinzip das Wörtchen, was hier in fast jeder Regierungserklärung oder Begründung von bestimmten neuen Initiativen findet. Und festgestellt haben wir letztes Mal noch zwei Idealismen, die damit einhergehen und im Prinzip Grundlage dafür sind, dass sich nochmal neue Widersprüche auftun werden. Das eine ist nämlich, dass Schulden planbar sind. Also in diesem europäischen Semester zum Beispiel wird eben versucht, die Schulden nicht so zu begrenzen, sondern dass die eben nur eine bestimmte Höhe haben. Und was auch noch verbreitet wird, vor allem in diesem Wettbewerbsgedanken, dass alle Staaten irgendwie in dieser Konkurrenz erfolgreich sein könnten. Und eigentlich kann man sich an zwei Fingern abzielen. In einem Wettbewerb gibt es Gewinner und Verlierer. Und nach wie vor wird das tragende Prinzip sein. Also wie ihr seht, haben sich linke Kräfte in dieser Auseinandersetzung sowohl in der akuten Krise, also wo es sozusagen um eine Feuerwehrpolitik ging, als auch dann später in der Politik, wo es darum ging, das neue Europa mit den aufgekommenen Widersprüchen in irgendeiner Form auf Dauer zu stellen, haben sich linke Kräfte eigentlich überhaupt nicht durchgesetzt.
Und da kommt dann natürlich die Frage auch nochmal ins Spiel, wieso ist das so? Also warum haben sich die nicht durchgesetzt? Warum ist es auch für Linke oft so schwer, sich mit auf die EU als positives politisches Feld zu beziehen? Hängt genau damit zusammen, dass es scheinbar sehr selektive Kräfte eben durchlässt in der Entscheidungsfindung und ähnliches mehr. Und wir werden jetzt uns nochmal angucken, also dieses Europa und warum ist es für die Linke eben sich so eine Last auch damit auseinanderzusetzen. Und als erstes werde ich mal so ein paar Unübersichtlichkeiten vorstellen, die jetzt nicht unbedingt nur Linke betreffen, sondern wahrscheinlich alle, die sich irgendwie ein bisschen politisch verhalten. Das erste ist, was ist eigentlich dieses Europa? Das hatten wir auch ganz kurz in der ersten Sitzung, war das in der Diskussion, Thema. Reden wir bei Europa eigentlich von dem geografischen Raum? Also geht es sozusagen um ein geografisch, kulturelles, politisches, eine Fläche, wo man irgendwie sagt, das gehört zu Europa, wo man auch sagen könnte, eben es geht bis zum Ural, das heißt teilweise gehört da auch Russland dazu, wo dann zum Beispiel die Auseinandersetzung ja in der Ukraine durchaus mit reinspielen, wo ein Teil sich eher Richtung Europa orientiert, ein anderer eben eher Richtung Russland. Ist es das Europa, von dem wir sprechen? Sprechen wir von der Europäischen Union, das heißt von diesem politischen institutionellen Gebilde mit einem sehr komplexen Vertragswerk, was sich auch 2005 sogar mal eine Verfassung geben wollte, wo wir nie darüber hätten abstimmen können, aber eben andere Länder. Sprechen wir von der Eurozone, also die EU umfasst auch Länder wie zum Beispiel England, die eben kein Euro haben. Das heißt, selbst der politisch engere Raum Europäische Union ist nochmal fragmentiert in Länder, die den Euro haben oder nicht. Und vielleicht gerade für jüngere Leute oder wenn man in Berlin sich bewegt, kann man vielleicht auch sowas wie in Europa der Städte feststellen. Also Berlin ist inzwischen sehr europäisch. Man hört Englisch, Italienisch, Spanisch, alle möglichen Sprachen. Und irgendwie gefühlt ist man auch in vielen anderen Städten vielleicht zu Hause. Aber auf dem Land in Süditalien oder woanders, da weiß man nicht so richtig, ob das eigentlich europäisch ist. Aber in Barcelona, Paris, da findet man sich sofort zurecht. Also von was reden wir eigentlich? Und da wären wir dann auch gleich bei der nächsten Frage. Und diese ersten sozusagen Schwierigkeiten, von was reden wir eigentlich, wird sich dann auch nachher nochmal zeigen, dass es durchaus ein Diskurs strategisch oder in der politischen Debatte ziemlich geschickt ist manchmal, wenn so getan wird, als würden bestimmte Begriffe zusammenfallen. Also gerade wenn man dazu genötigt wird, sich zu Europa zu bekennen. Und gemeint ist damit aber vielleicht die Eurozone oder die EU in ihrer ganz spezifischen, konkreten, institutionellen Ausformung. Aber selbst bei der Europäischen Union kann man sich eigentlich relativ den Kopf zerbrechen, was das eigentlich ist. Ist es ein Staatenverbund? Das heißt, haben sich da einfach Staaten miteinander verbunden, lose, haben ein bestimmtes Vertragswerk gemacht, was sich auch andere Staaten geben, also auch Deutschland und Japan oder die USA und Kanada, oder es ist ein Staatenverbund. Das ist interessanterweise eine Neukreierung des Bundesverfassungsgerichts, die sich mal, oder nicht nur einmal, sondern Stefan hat das ja letztes Mal auch skizziert, des Öfteren den Kopf darüber zerbrechen muss, inwieweit europäische Regelungen eigentlich mit dem Grundgesetz konform sind. Und da haben sie diesen Begriff des Staatenverbundes konstruiert, um dazu sozusagen, das ist sozusagen mehr als nur eine lose Verbindung, sondern es ist sozusagen eine engere Zusammenarbeit, was man fast schon so beschreiben kann wie ein Mehrebenensystem, ein föderales System, wie es zum Beispiel auch zwischen den Bundesländern und dem Zentralstaat in Deutschland funktioniert, also wo zum Beispiel bestimmte Sachen in der Kompetenz der Länder liegt, die Polizei, die Schule oder ähnliches. Oder kann man sogar davon sprechen, dass es ein Staat ist, ein supranationaler Staat, weil eigentlich ist die EZB ein Staatsapparat,
was ein Kennzeichen dafür ist, für ein formales Kennzeichen dafür, dass man von einem Staat spricht. Es hat sein eigenes Geld. Und die EZB ist auf jeden Fall ein Staatsapparat. Es gibt eine Währung, aber trotzdem eben noch formal unabhängige Staaten. Also auch hier ist sozusagen, ist man so ein bisschen, selbst also in der Politikwissenschaften ist man sich nicht einig, was das eigentlich sein soll. Es gibt keinen zentralen Ort der Entscheidungsfindung, keinen zentralen Ort, wo Entscheidungen getroffen, durchgesetzt werden, was es gerade in der politischen Diskussion dann auch eben schwierig macht, was ist eigentlich der zentrale Ort, worauf man sich bezieht. Das nächste, was ich kurz ansprechen wollte, sind diverse Widersprüche, die sich in der EU manifestieren und die man sieht, nämlich die zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten. Vorher habe ich kurz das bei den Regeln angemerkt. Große Staaten können sich eher durchsetzen als kleinere. Kleinere hängen sich oft mal in der Hoffnung daran, dass sie mehr Gewicht bekommen an größere Staaten, können dann eigentlich ihre Punkte gar nicht durchsetzen. Das heißt, es gibt einen Konflikt zwischen großen und kleinen Staaten. Es gibt auch Widersprüche zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten. Also die EU ist im Laufe der Zeit immer weiter gewachsen. Es gab die Osterweiterung. Wenn ihr vielleicht so ein paar politischen Debatten mitbekommen habt, dann sind zum Beispiel kleinere osteuropäische Staaten manchmal, wenn es um neoliberale Politik geht, ziemlich weit vorne mit dabei, schreien auf, wenn plötzlich gegen radikale Marktkonformität irgendwas beschlossen wird. Und also auch da zeigt sich sozusagen, dass es da nichts Homogenes gibt. Und natürlich eben innerhalb der neuen und alten Mitgliedsländer gibt es sehr viele Konflikte. Jetzt komme ich zu den letzten Formen der Unübersichtlichkeiten, nämlich zu den europäischen Institutionen. Da ist man ziemlich schnell verwirrt, was es so alles gibt und wer welche Kompetenzen hat. Vor allem, wenn man, oder es reicht eigentlich schon, wenn man mal die Tagesschau sich anhört. Allein wenn ich jetzt mal diese drei Institutionen mal an die Wand werfe, den Europäischen Rat, den Rat der Europäischen Union und den Europarat, da weiß niemand so jetzt spontan wahrscheinlich von euch, wer jetzt eigentlich was ist, was er eigentlich tun soll, wer da drin sitzt und welche Kompetenzen er hat. Und der Europäische Rat ist im Prinzip der Rat der Regierungschefs und Staatschefs, also da sitzen sozusagen Merkel und ähnliche oder ihre Kollegen zusammen. Der Rat der Europäischen Union ist der Rat der Fachminister. Das heißt, da sitzen die ganzen Minister zusammen, also die Finanzminister sitzen da zusammen, die Wirtschaftsminister sitzen zusammen, die Umweltminister und so weiter und so fort. Also da wird sozusagen die Fachkompetenz in einem Rat konzentriert und der Europarat, wo man so denkt, was ist das jetzt eigentlich, ist interessanterweise nicht mal Teil der EU. Der Europarat wurde nach 1949 gegründet, der hat überhaupt nichts mit der EU zu tun. Da gehört zum Beispiel auch Russland dazu. Der Europarat ist eine eigenständige Organisation, die sich vorgenommen hat, über europäische Fragen zu diskutieren. Und hier merkt man zum Beispiel, dass der Europarat genau den Punkt auch nochmal deutlich macht, dass Europa als geografischer Raum was anderes ist als die EU, wenn dann zum Beispiel im Europarat Russland dabei ist. Und was auch noch interessant ist, dass der Europarat manchmal in Konflikt gerät oder als schon fast progressive Instanz tätig werden kann. Zum Beispiel ist in den von der Krise stark gebeutelten Ländern in den letzten Jahren eine ziemlich autoritäre Politik gefahren worden, also zum Beispiel unter anderem in Spanien, vielleicht könnt ihr euch erinnern, da gab es eine Umzingelung des Parlaments und da ist die Polizei sehr rabiat dagegen vorgegangen, hat im Nachklapp auch versucht, das Demonstrationsstreikrecht zu verschärfen. Es gibt eine Verschiebung zum Polizeirecht hin, also dass die Polizei einfach Ordnungsgelder in unglaublicher Höhe verhängen kann.
Und der Europarat hat infolgedessen zum Beispiel mehrfach Spanien ermahnt und gesagt, also da geht es wirklich nicht mit demokratischen Dingen zu. Das widerspricht gegen das Versammlungsrecht. Und interessanterweise hat dann aber die EU-Kommission gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Das fällt in die Kompetenz der Nationalstaaten. Also da hat sich dann eben die Kommission, was sozusagen diese Politik des Sparens oder die Austeritätspolitik mit forciert, rausgezogen und hat dann gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Klopft bitte bei Spanien an. Also die drei sind noch ein bisschen wahrscheinlich die am verwirrendsten. Die anderen kennt man vielleicht noch, also das Europäische Parlament, die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank, die wir letztes Mal hatten, den Europäischen Gerichtshof und den Rechnungshof. Der Rechnungshof kontrolliert im Prinzip die EU-Finanzen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage vor diesem Ensemble auch nochmal an Institutionen. Und vielleicht kennt ihr auch diese über den Daumen gepeilte Aussage, dass ungefähr 80% der Gesetze von Europa kommen. Fragt man sich natürlich, naja gut, 80%. Wir wissen manchmal nicht mehr, wie diese Institutionen zu unterscheiden sind. Wie kommen eigentlich diese Gesetze in die Welt? Und da wären wir bei einem zentralen Punkt, mit dem Linke immer wieder Bauchschmerzen haben, was die Europäische Union angeht, nämlich die Frage nach der Demokratie. Man muss ganz klar feststellen, dass es eigentlich kein gleiches Wahlrecht gibt in der EU. Zum einen sind die Wahlverfahren in den Mitgliedstaaten noch unterschiedlich. Also es gibt keine vereinheitlichen Regeln dafür, wie die Wahlen eigentlich abzulaufen haben. Und es gibt auch kein gleiches Stimmrecht. Das heißt, ein deutscher Repräsentant vertritt viel mehr, also im EU-Parlament vertritt viel mehr Bürger und Bürgerinnen als zum Beispiel ein Vertreter aus Luxemburg. Das heißt, das ist das klassische Prinzip aus der US-Verfassung, was ihr vielleicht kennt, one man, one vote, also ein Mensch, eine Stimme, gilt in der EU überhaupt nicht. Das Zweite, was man sagen muss, es gibt eine sehr schwache Legitimation, um das mal schwach auszudrücken. Also der Europäische Rat wird nur vermittelt über die nationalen Parlamente legitimiert. Also wir wählen sozusagen die nationalen Parlamente. Die Regierungschefs sitzen dann sozusagen zusammen in dem Europäischen Rat. Das heißt, die Legitimierung ist im Prinzip über Bande. Und im EU-Ministerrat, das heißt, da wo die Fachminister zusammensitzen, müsste man eigentlich sagen, dass sie zweifach vermittelt eigentlich nur legitimiert sind, weil über die Fachminister haben wir überhaupt nichts zu entscheiden, sondern die Regierung beschließt, die und die Person wird Umweltminister, Finanzminister und so weiter und so fort. Und der EU-Ministerrat, also da, wo die Fachminister zusammensitzen, ist aber gleichzeitig das zentrale Gesetzgebungsorgan. Das heißt, da werden eigentlich genau die Gesetze gemeinsam ausgebrütet, die dann auch irgendwann mal in den nationalen Parlamenten landen. Und die Europäische Kommission hat formales Initiativrecht, das heißt nicht vom Europäischen Parlament, sondern meistens von der Europäischen Kommission wird ein Gesetz sozusagen entwickelt. Also um das mal kurz zu skizzieren, also die Europäische Kommission kriegt im Prinzip vom Ministerrat einen Auftrag, ein Gesetz zu entwickeln, dann wird es dort diskutiert, ausformuliert, geht dann nochmal zurück an den EU-Ministerrat und erst nachdem der EU-Ministerrat nochmal darüber diskutiert hat, geht es ins EU-Parlament. Das heißt, nachdem eigentlich mehrfach eine Kompromissbildung innerhalb dieser sehr schwach legitimierten Institution stattgefunden hat, wird überhaupt das Europäische Parlament angerufen. Und dieses Europäische Parlament ist nicht mal
bei allen Gesetzgebungsverfahren irgendwie beteiligt, sondern nur bei sehr wenigen. Das heißt, manche Gesetze gehen dann direkt eben von diesem Ministerrat in nationale Parlamente. Manche Sachen werden sogar einfach nur umgesetzt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch nochmal dieses gerade in den Medien oft diskutierte Freihandelsabkommen-TIP. Da ist es zum Beispiel so, dass die Lobbyverbände, also Unternehmenslobbygruppen, haben teilweise Einsicht darin, was da gerade diskutiert und ausgehandelt wird. Im Europäischen Parlament weiß niemand eigentlich, was da gerade diskutiert wird. Das heißt, es ist völlig intransparent und Privatgruppen haben größere Einsichten und de facto auch Rechte als Abgeordnete. Man könnte also hier bei dem Demokratiedefizit sagen, es gilt eine alte Skat-Regel, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, beim Skat, derjenige, der die Punkte zählt, der kann da auch mal 10 Punkte unterschlagen oder 50 plötzlich draufschlagen. Das heißt, da wo sozusagen die Gesetze ausformuliert werden, die Kompromisse formuliert werden, die haben auch die Gestaltungsmacht darüber, was Recht und Gesetz wird. Und damit kann man eigentlich sagen, dass selbst nach bürgerlichen Maßstäben es nicht nur ein Demokratie, also eigentlich kein Demokratiedefizit herrscht, sondern ich würde so weit gehen und sagen, dass da eigentlich überhaupt gar keine Demokratie herrscht. Können wir für uns vielleicht nachher nochmal drüber unterhalten. Genau dieses Legitimationsdefizit, gerade im Zuge der letzten Jahre, wo sich die sozialen und politischen Probleme zugespitzt haben, hat zur Folge, dass es eine schwindende Akzeptanz der EU gibt. Hier seht ihr mal die Wahlbeteiligung seit 1979. 1979 ist das EU-Parlament das erste Mal gewählt worden. Da waren es noch über 60%. Inzwischen sind es weniger als die Hälfte, die wählen, also knapp 43%. Worin er sich eben auch ausdrückt, dass man sozusagen überhaupt gar nicht das Gefühl hat, dass diese Stimme, die man da abgibt, irgendwie eine Relevanz hat. Und diese schwindende Akzeptanz und Legitimation, also in der Politikwissenschaft spricht man von Legitimation auch oft als eine Form von Legitimierung von Herrschaft, dann haben natürlich auch diejenigen, die herrschen, ein Problem, wenn ihre Herrschaft immer schlechter legitimiert wird. Das führt genau dazu, was ich vor kurz angesprochen habe, dass man ständig eigentlich um die Akzeptanz der EU durch ideologische Anrufung praktiziert. Also es geht sozusagen um eine ideologische Anrufung, dass man sich trotzdem noch zu Europa bekennt, obwohl man eigentlich sich fragt, warum eigentlich. Und unter anderem zeigt sich das in der Rede von Präsident Gauck. Er sagt, die Europäische Union ist kompliziert, das haben wir gerade schon gesehen, wahrlich, aber sie muss auch sehr Kompliziertes leisten. Da kann man sich drüber streiten. Sie hat es verdient, dass ihre Bürgerinnen und Bürger Interesse zeigen und sich informieren. Sie hat es doch verdient, dass mehr als 43% der Wahlberechtigten an der Europawahl teilnehmen. Und sie hat es nicht verdient, dass Brüssel zum Sündenbock gemacht wird, besonders dort nicht, wo nationale Interessen oder internationales Versagen Fehlentwicklungen verursacht haben. Und diese Rede, die er letztes Jahr zu Neujahr gehalten hat, strotzt nur von diesen ideologischen Anrufen, wo man irgendwie merkt, es gibt sozusagen gar kein realpolitisches Angebot mehr, wo man das Gefühl hat, das bringt was, wenn ich mich beteilige, sondern es geht wirklich nur noch darum, dass die EU irgendwie was verdient hat oder nicht verdient hat. Man soll sich zu Europa eben bekennen. Und dieses Bekenntnis hat schon wirklich was von Glaubenssätzen der Kirche ähnlich, wo eben wirklich dieses Bekenntnis, würde ich mal beschreiben, so im Foucault'schen Sinne eine Diskursregel beschreibt. Das heißt, wer sich bekennt, darf mitreden. Wer sich nicht bekennt, darf eigentlich nicht mitreden. Wer sich bekennt, hat einen Eintrittsschein für bestimmte politische Diskussionen, für bestimmte politische Prozesse. Wer sich nicht bekennt, eben nicht. Und da wird es dann eben auch interessant, was wir ganz am Anfang hatten.
die Unterscheidung zwischen Europa, EU und so weiter und so fort, weil natürlich immer davon gesprochen wird, man soll sich zu Europa bekennen. Und wer bekennt sich sozusagen nicht als Internationalist zu etwas, was den nationalstaatlichen Rahmen, die Nation irgendwie in Frage stellt und sprengt? Aber gemeint ist natürlich damit die EU und nicht Europa oder sozusagen, oder noch was anderes als Europa. Und dieses Bekenntnis wird meistens formuliert dann noch in diversen Mythen. Und zwei will ich jetzt noch mal kurz ansprechen. Das eine eben, dass die europäische Integration die nationalstaatliche Logik in Frage stellt. Das wird hoch und runter gebetet. Und in den letzten Sitzungen haben wir eigentlich relativ deutlich gesehen, dass die nationalstaatliche Logik überhaupt nicht in Frage gestellt wird, sondern ganz im Gegenteil werden die Nationalstaaten im Rahmen des Binnenmarktes und mit dem Euro zueinander in Konkurrenz gesetzt, und zwar als bewusstes Mittel. Also dieses Wörtchen Wettbewerbsfähigkeit als Leitbild versucht eben genau die nationalstaatliche Logik, Standardkonkurrenz einzubinden, um, wie es dann in der Lissabon-Strategie von 2000 heißt, die EU zum wettbewerbsfähigsten Standort der Welt zu machen. Der zweite Mythos ist Europa als Friedensprojekt. 2012 hat die EU sogar den Friedensnobelpreis bekommen, mit der Begründung, für über 6 Jahrzehnte die zur Entwicklung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa beitrugen. Das ist auch ein sehr schöner Mythos, wenn man sich eben vor Augen hält, dass an den europäischen Außengrenzen zigtausend Menschen in den Tod getrieben, de facto sozusagen auch umgebracht werden, indem die EU-Außengrenzen mit Militär aufgerüstet werden. Europa ist auch inzwischen in vielen Ländern aktiv als Militärmacht. Und was man vielleicht auch noch mal hinzufügen kann mit diesem Friedensprojekt, war das im Prinzip auch die Eintrittskarte für Deutschland, wieder kriegsfähig zu werden. Also nur mit dem Bekenntnis zu Europa und der Einbindung Deutschlands in die EU oder die damals sozusagen die ersten Schritte der europäischen Integration, konnte Deutschland wieder ein Militär aufstellen, die Bundeswehr im Rahmen der NATO und die sogenannte Montanunion, also wo es darum ging, Kohle und Stahl im europäischen Maßstab zu koordinieren, hat Adenauer damals nur zugestimmt mit unter der Prämisse, dass die sogenannte das Ruhrstatut, glaube ich, hieß es, aufgelöst wurde. Damals wurde Deutschlands Stahl- und Kohleproduktion noch kontrolliert vor dem Hintergrund des Weltkriegs, und Adenauer hat eben nur gesagt, nur wenn diese Begrenzung aufgehoben wird, stimmen wir diesen ersten Schritten der Integration zu. Das heißt, die europäische Integration war gerade auch eine Form, wie Deutschland wieder zu einer ökonomischen Macht werden konnte und eben auch kriegsfähig. Also der erste Krieg, der dann wieder von deutschem Boden ausging, war dann eben der Kosovo-Krieg 1999. Auf diese Mythen werden wir vielleicht nachher auch nochmal eingehen, weil die natürlich trotzdem auch einen realen Kern haben. Aber diese Diskursregeln haben natürlich dann schon auch interessante Folgen, was Linke über die EU sagen können, was andere vielleicht nicht sagen können. Ein schönes Beispiel ist eben genau der in der letzten Zeit oft zitierte Satz aus dem Entwurf des Programms der Linken zur Europawahl, der jetzt in Hamburg wahrscheinlich umformuliert wird. Dort heißt es, EU sei eine neoliberale, militaristische und weithin undemokratische Macht. Also wenn hier das Wörtchen zum Beispiel weithin undemokratisch steht, dann waren meine Ausführungen vorher schon weitaus radikaler, als was hier in dem Programmentwurf steht. Und in der ganzen Diskussion wurde öfters mal gesagt, naja, es ist eine unglückliche Formulierung, aber irgendwie doch halt richtig. Dass es irgendwie richtig ist, diese Formulierung, haben wir, glaube ich, in den letzten Sitzungen gesehen. Also die EU ist von Anfang an eigentlich ein
eine Form, wie versucht wurde, neoliberale Politik in Europa durchzusetzen. Auf das Militaristische werde ich auch gleich nochmal eingehen. Das Undemokratische habe ich auch kurz skizziert. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn es eigentlich der Sache nach richtig ist, aber unglücklich formuliert oder vielleicht nicht elegant, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn hier das Kriterium dafür, dass etwas unglücklich formuliert ist oder nicht? Und ich würde zum einen sagen, dass es der parlamentarische Politikbetrieb ist, der hier als Zurichtungsapparat auch fungiert. Hier wäre sozusagen genau, was ich gemeint habe mit diesem Eintrittsticket für den parlamentarischen Betrieb. Also wenn ich mich zu Europa bekenne, wenn ich eben sage, das ist eine dufte Sache, dann darf ich mich auch zu den Europawahlen aufstellen lassen, mich wählen lassen. Das will die Linke natürlich und deswegen ist es eine unglückliche Formulierung und sie werden sicherlich eine elegantere finden in Hamburg. Das Zweite ist, würde ich sagen, eben nochmal die Funktionsweise von Massenmedien, wo es auch nicht darum geht, Argumente groß auszutauschen, Probleme zu analysieren, sondern da stehen dann plötzlich, ähnlich wie im politischen Betrieb, Personen im Vordergrund, Konflikte sind total relevant und spannend und dieses vielleicht sehr eskalierte Interview bei Herrn Lanz, als Wagenknecht da war und es auch genau um diese Formulierung geht, mag vielleicht die Spitze des Eisbergs gewesen sein, aber ich würde sagen, ist Normalbetrieb von derartigen Talkshows und den Massenmedien, die eben genau auch dazu führen, dass man dann auch bereit ist, von einer radikalen EU-Kritik Abstand zu gewinnen. Und als nächstes komme ich zu einem Zitat von einer Gruppe von Linksparteiabgeordneten, die genau im Anschluss an diese Debatte einen Diskussionsbeitrag formuliert haben, unter anderem eben Stefan Liebig, Jan Korte, Julia Süß und andere. Und da heißt es dann, die Linke muss deshalb auch 2014 glaubhaft aufzeigen, dass sich die Europäische Union zu einer sozial gerechten und demokratischen Union entwickeln will. Also auch hier geht es um Glaubhaftigkeit. Und Subjekt in diesem Satz. Wer ist denn Subjekt in diesem Satz? Die Linke. Dass sie die Europäische Union. Die Linke ist das Subjekt. Also die Linke muss aufzeigen, dass sie etwas entwickeln will. Und was eben in der Debatte, gerade vor dem Hintergrund dieses Demokratiedefizits, vielleicht zu diskutieren oder zu unterscheiden wäre, wäre eben genau nochmal das zwischen Wollen und Können. Also und auch dann die Diskussion darum, was man will und wie man glaubt, etwas durchsetzen zu können. Und ich glaube, das geht auch in der Linken oft durcheinander und das wäre sozusagen eine Diskussion oder das ist eine Last vielleicht der Linken mit Europa, dass man genau da nicht groß unterscheidet. Einerseits die Diskussion darüber, was will man eigentlich, also was sind Zielperspektiven, wo man sich darüber streiten kann und wo man unterschiedliche Meinungen auch haben kann. Und gleichzeitig geht es aber nicht nur um das Wollen, sondern auch um das Können. Also die Frage, wenn ich jetzt den Genossen hier zustimmen und sage, ja, finde ich gute Sache, dann muss ich sie natürlich auch fragen, nicht nur was wollt ihr, sondern wie glaubt ihr das eigentlich überhaupt durchsetzen zu können? Also was sind sozusagen die objektiven politischen Bedingungen dafür, dass das überhaupt möglich ist, was ihr hier durchsetzen wollt? Und damit wären wir eben einmal bei diesem Demokratiedefizit, was ich vorher kurz angesprochen habe. Das heißt, über diese sehr vermittelte Art und Weise ist natürlich sehr fraglich, ob man über das Europäische Parlament irgendwie diese Ziele überhaupt durchsetzen kann. Das heißt, man wäre relativ schnell bei der Frage, man muss regierungsfähig werden in den Nationalstaaten. Aber man ist auch noch bei zwei anderen Punkten, mit denen ich dann auch abschließen werde. Nämlich einmal der politische Code sozusagen der EU. Also nicht nur die demokratischen Formen, wie Entscheidungen getroffen werden, sondern die Frage auch, welche Logiken sind denn eigentlich in den grundlegendsten Verträgen der EU eigentlich eingeschrieben? Und die kann man vielleicht unterscheiden einmal zwischen ökonomischen Fragen. Und da haben wir zum Beispiel den Satz in dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU, so heißt der,
Die EU-Mitgliedstaaten sind dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet. Also das ist hier eine relativ deutliche Aussage dafür, dass in einem der grundlegendsten Verträgen darüber, was die EU sein soll und wie sie funktionieren soll, eingeschrieben ist eigentlich ein neoliberales Politikprogramm. Das konkretisiert sich dann auch in der Aufforderung, die infrastrukturellen Netze zu privatisieren. Konkret werden da genannt Verkehr, Telekommunikation und Energie. Und dieser Vertrag zur Arbeitsweise der EU ist ein Resultat dessen, dass 2005 die Verfassung, also die EU-Verfassung in Niederlanden und Frankreich abgelehnt wurde. Dann hat man gesagt, gut, das mit der Verfassung lassen wir. Wir versuchen, einen anderen Vertrag aufzusetzen. Ein paar Sachen sind rausgefallen, aber die Inhalte sind sozusagen übernommen worden. Und es ist sozusagen einer der grundlegendsten Verträge, die die EU ausmacht. Und dann, was wir auch letztes Mal schon hatten, eben die Preisstabilität, die auch der EZB der sie folgt. Dann militärisch, das ist ja das, was noch bei diesem Zitat. Hast du Verständnis? Ja, und zwar 2005 wurde die EU-Verfassung nicht verabschiedet. Und welche Regierung hat das dann hier verabschiedet? Also wurde das in einem Rutsch, diese EUV, in einem Rutsch verabschiedet? Also war das noch die Große Koalition? War das Schröder wahrscheinlich nicht mehr? Nee, das war dann. Das war dann 2007. Das war dann noch, Also noch vor der Finanzkrise. Genau. Und da wurde dann auch nicht mehr abgestimmt. Also in Deutschland, wenn es nur Deutschland gegeben hätte, wäre diese Verfassung auch durchgegangen, weil in Deutschland gab es eben kein Referendum, kein Volksentscheid. Frankreich, da habe ich ja auch mal kurz in diesem vorletzten Vortrag kurz drauf eingegangen, Frankreich zum Beispiel ist einfach seit mehreren Jahren sehr gespalten und die haben das eben abgelehnt. Und dann wurde das eben nicht als Verfassung angegangen, sondern eben als ein Vertrag, dem dann auch alle Staaten zugestimmt haben und wo keine Volksentscheide mehr gemacht wurden. Genau, und das ist der Lissabon-Vertrag. Genau, das ist der Lissabon-Vertrag, der dann gemacht wurde. Und militärisch, also da ist ja auch noch dieses Sätzchen gewesen, eine militärische Macht. Jan van Aken hat am Wochenende im Neuen Deutschland nochmal ein kurzes Interview gegeben, wo er sagt, er würde diesen Satz, den ich vor kurzem an die Wand geworfen habe, umschreiben in die EU ist ein militärisches und unsoziales Projekt. Also an militärisch hängt er noch oder hält er fest, zu Recht in diesem EU-Vertrag, sozusagen, was der zweite Teil dieser zwei wichtigen Verträge ist, steht nämlich drin. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Das heißt, in dem grundlegendsten Vertrag, was die EU eigentlich ausmacht, ist sowas wie eine Rüstungsaufforderung festgeschrieben. Diese Rüstungsgebot wird koordiniert auch teilweise durch eine sogenannte sie heißt offiziell natürlich Verteidigungsagentur. Da sollen Militärausgaben koordiniert werden und so weiter und so fort. Und bevor ich aber vielleicht nochmal zu dem zum Schluss komme, also auf jeden Fall kann man feststellen, dass das die Militarisierung, das neoliberale Selbstverständnis in den grundlegendsten EU-Verträgen eingeschrieben ist. Und man stellt sich natürlich dann die Frage, wie vor dieser Funktionslogik der EU bestimmtes linkes Programm überhaupt durchgesetzt werden kann. Man müsste sozusagen eigentlich die EU in ihrem Selbstverständnis als Ganzes in Frage stellen, um Europa friedlicher, sozialer, demokratischer zu machen. Da geht's also, hat man sehr große Schwierigkeiten, innerhalb dieses Vertragssettings große Veränderungen zu machen. Dennoch würde ich natürlich sagen, dass, was ich vorher gesagt habe, mit diesem Können und Wollen für die Linken, das gilt natürlich auch für diejenigen, die die Politik betreiben in den Staaten.
Das kann man auch für die Politik, für die Ökonomie und das Militär sagen. Also in dieser Lissabon-Strategie, die ich kurz erwähnt habe, von 2000, wo beschlossen wurde, den Europa zum wettbewerbsfähigsten, dynamischsten, wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, da merkt man, das wollten sie, haben sie aber überhaupt nicht geschafft. Da kam dann auch die Euro-Krise dazwischen. Und genauso militärisch zeigt sich, das hört sich zwar jetzt hier stark an, also man soll die militärischen Fähigkeiten entwickeln, aber wenn ihr euch erinnert an die letzten Kriege, sowohl Irakkrieg, Libyen und so weiter und so fort, sind diese ganzen Widersprüche, die ich vorher kurz aufgezählt habe, zwischen großen, kleinen Staaten, zwischen Staaten, die versuchen, sich an andere Mächte ranzuhängen, um sozusagen größeres Gewicht zu haben, also England zum Beispiel an die USA oder auch Polen an die USA, wenn es darum geht, im Irak einzumarschieren, und Deutschland macht dann nicht mit, in Libyen war es dann Frankreich. Das heißt, obwohl man gemeinsam seine militärischen Fähigkeiten ausbauen möchte, gibt es dann eben doch so viele Konflikte, dass die EU noch lange nicht eine Militärmacht ist, wie es jetzt hier vielleicht durchschimmert. Es gibt zwar auch schon seit langem eine schnelle Eingreiftruppe von 1500 Soldaten, die seit einigen Jahren relativ schnell eigentlich eingesetzt werden könnten, wurden sie bisher noch nie. Also auch da ist sozusagen dieses Wollen und Können sozusagen von der Seite der Herrschenden gar nicht so unähnlich wie dem der Linken. Aber vor dem Hintergrund lässt sich natürlich die Frage stellen, wie die Linke in Europa agiert, ob es sozusagen Sinn macht, sich auf dieses Feld EU einzulassen, und man müsste sich wirklich nicht nur darüber unterhalten, was man will, sondern darüber unterhalten, wie man unter den Voraussetzungen der Verträge und dieses undemokratischen Settings überhaupt etwas durchsetzen kann. Und in der außerparlamentarischen Linken wird schon viel länger eigentlich sowas diskutiert, was man als eine Neugründung Europas diskutiert. Also wo man sagt, es geht nicht darum, diese Verträge oder die Institutionen zu reformieren, also sowas wie die schnelle Eingreiftruppe oder andere Sachen, die braucht man, da braucht man nicht groß was reformieren, oder die demokratischen Entscheidungsprozesse, sondern man muss eigentlich von unten eine gesellschaftliche Gegenmacht entwickeln, der es dann nach und nach eben auch fähig ist, Organisationskompetenzen und Leistungen der EU abzuringen und abzutrotzen und so eben die oder Europa eigentlich von unten neu zu gründen. Also geht es weniger um Reform, sondern eben um eine Neugründung, um diese internationale Perspektive, die ja nach wie vor wichtig ist, auch beizubehalten. Damit würde ich jetzt schließen, und ich glaube, wir werden einige Punkte auf jeden Fall haben, an denen wir uns freudig zoffen können.